sind kein brauchbares Personal mehr hier, nur noch Chaoten unterwegs. Brauch nicht möglich, ich bin Transportfieber, brauch nicht möglich. Leckt mich an die Füße. Immer werde ich depressiv wegen dem Spiel hier. Geh da dran, verdammte Axt. Mann! Was ist jetzt los? Ja. So, machen wir später. Gutes Personal ist teuer und selten. Ja, leider, leider. Und dann findest du solche Chaoten, die hier so einen Bums hier zusammenbauen. Hier, guck dir das an. Gibt's denn sowas? Ach, jetzt ist aber gut hier mit dir. Ich hab jetzt keine Lust mehr, Spiel. Ernsthaft. Schmeiß dich gleich aus dem Fenster. Hätte früher noch geklappt. Oh nein, Manu, ich bin jetzt eigen. Jetzt will ich eine Brücke haben, verdammt. So. Ah, guck mal, jetzt haben wir auch wenigstens rechts und links jeweils einen Pfosten. So, der in der Mitte kommt weg durch die Straße. Ich möchte erstmal einmal kurz, bevor ich wieder auf die falsche Brücke klicke und mir das Spiel abprasselt. Da kennen wir ja das Problem. Es darf ruhig ein bisschen was Schweres sein. Wir sind ja hier, wie gesagt, im Güterverkehr unterwegs. Was seid ihr zum Beispiel? Ich glaube, eine von diesen Stahlgitterbrücken hier oben würde da noch besten aussehen, ne? Grün oder braun? Ich glaube, grün sieht da ein bisschen, oder blau? Grau? Grau sieht auch gut aus. Würde sogar, denke ich, einigermaßen passen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Wenn wir jetzt alle 10 Gleise darüber rocken, ob das Spiel da noch mitmacht oder ob es sagt, nö. Ich kenne mein Glück, wir kriegen gleich die Straße wieder nicht unten durch. Muss ich aber leider etwas aggressiv werden und irgendwas im Monitor schmeißen. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas wird dann fliegen.
Um Himmels Willen, warum habe ich eigentlich immer recht? Na, ja, gucke mal. Hat zwar gedauert, aber... Es gefällt mir das Weiß hier hinter nicht. Kriegen wir das mit dem Ausgleichstool hin? Nee. Ich würde nur mehr Weiß statt weniger. Maltool. Ja. Bisschen größer darf es dann schon sein, wa? Ja, so bin ich einverstanden. So, das war Nummer 1. Das war sogar das Stück, wo am wenigsten los ist. Jetzt geht's jetzt richtig rund. So, pass mal auf, wir haben hier einen Bahnhof. Das heißt, wir können, sagen wir mal, zwei Stränge hier hochführen. Und vier Stränge, nee, zwei hier, zwei dort und vier hier hinten rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau, so war nämlich der Plan. Das würde heißen... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da wollen wir rein. Genau, geh erstmal locker flockig hoch. Ach, machst du wieder nicht wegen der Straße, ne? Mhm.
Wenn du schon hier oben bist, dann bleib doch mal gleich da. Hier so rum und dann da hinten Rena. Warum hat er den zweiten jetzt nicht mitgenommen? Jetzt nimmt er wieder mit. Ah, ja, ich. Nee. Nee. Oh, jetzt sind da wieder beide mit. Sind da wieder nur ein? Ach, Mann. So, dafür macht er jetzt wieder beide. Nein. Ja. Ach, jetzt macht das wieder nicht wegen der Straße. Nein. So, und jetzt wieder ja. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Da hinten. Sollte man langsam in die Kurve gehen, ne? Kommen wir da nicht mehr rum. Sonst kommen wir da nicht mehr rum. Ach, ernsthaft? Nicht, es ist nicht wahr.
Man hat schon nicht leicht, oder? In diesem Spiel. Aufschüttung funktioniert nicht, schade. Sind wir gleich da? Gleich sind wir da. Gleich haben wir es geschafft. Und ich würde sagen, wir gehen 1, 2, 3. Also ins vierte rein. 1, 2, 3. Gehen wir hier rein. Zack. Ach, warum? Ach, wegen der Straße wieder. Kämpfst du auch gerade? Was ist bei dir los? Sache, das Spiel versucht einen zu schicken hier, wo es nur geht. So, dann habe ich gesagt, vier Stränge. Ah ne, zwei Stränge sollten erstmal hier reingehen und vier hier drüber. Oder warte mal, vier könnten wir auch hier lang und dann da zwei noch hoch. Trassenbau und die Brücken wollen nicht so, wie du es willst. Ja, das ist. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.